Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt, Inhaltsangabe. Daniel Kehlmanns Roman Die Vermessung der Welt handelt vom Leben und Forschen zweier deutscher Wissenschaftler. Karl Friedrich Gauss und Alexander von Humboldt. Humboldt betrieb geologische, geografische und biologische Studien. Karl Friedrich Gauss hingegen war Mathematiker und Physiker. Anhand der fiktiven Doppelbiografie der beiden Forscher wird eine spannende Geschichte erzählt und auch die immer noch aktuelle Frage nach dem wissenschaftlichen Fortschritt gestellt. Die Handlung beginnt im September 1828. Karl Friedrich Gauss reist mit seinem Sohn Eugen auf Einladung von Alexander von Humboldt zur Tagung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte nach Berlin. Dort treffen sich die beiden Wissenschaftler das einzige Mal und verbringen einige Tage gemeinsam. Im Anschluss an die Beschreibung der Reise und des Treffens wird das Leben der beiden abwechselnd chronologisch geschildert. Alexander von Humboldt wächst in einer reichen Familie auf und genießt daher viele Privilegien. So erhält er beispielsweise eine exzellente Ausbildung in verschiedenen Wissenschaften. Er steht in einem engen, aber auch von starker Konkurrenz geprägten Verhältnis zu seinem. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.